Seit dieser Woche wissen wir es ganz genau. In unserer Stadt leben 3.440.400 Menschen. Plus 200 Neu-Berliner, die gerade von Hamburg-Pöseldorf nach Kreuzberg gezogen sind. Allesamt Kollegen von der dpa, der Deutschen Presseagentur. Zum Start in der Hauptstadt gab's heute viele Glückwünsche. Bundespräsident Christian Wulff ließ sich zeigen, wie die neue Zentralredaktion von Deutschlands größter Nachrichtenagentur funktioniert. Die Vorsitzende der Linken, Gesine Lötsch, Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle und auch Außenminister Guido Westerwelle sind ebenfalls der Einladung in die Axel-Springer-Passage an der Markgrafenstraße gefolgt. Und Christian Walter wird nun einen Neubeginn zeigen am Medienstandort Berlin, an dem inzwischen keiner mehr vorbeikommt. Es ist künftig die vielleicht wichtigste Adresse im deutschen Journalismus. Markgrafenstraße 20, neuer Sitz der Zentralredaktion von dpa. Die Deutsche Presseagentur versorgt hierzulande mehr Redaktionen und damit mehr Leser, Hörer und Zuschauer mit Nachrichten und Berichten als jede andere Agentur und gilt weithin als unverzichtbar. Weil wir als regionale Tageszeitungen nicht ein eigenes Korrespondentennetz in der Art und Weise aufbauen können, wie das die Deutsche Presseagentur zum Beispiel macht. Ja, ich glaube, dass eine Grundversorgung mit den wichtigsten Informationen, Fakten, Ereignissen und zwar ganz schnell und dann auch mit einem analytischen Anteil wichtig ist. Und da finden wir uns von dpa wirklich gut versorgt. Zusätzlich oder sagen wir mal als Basis für das, was wir mit den eigenen journalistischen Kräften machen. dpa, das ist Deutschlands größte Nachrichtenfabrik. Durchschnittlich 800 Meldungen verlassen täglich die dpa-Zentralredaktion, 292.000 im Jahr. Dabei ist dpa nicht nur ein Wortnachrichtendienst, sondern längst eine Multimedia-Agentur. Sie bietet schon seit der Gründung 1949 Fotos an, inzwischen aber auch Fernsehmaterial oder komplette Hörfunknachrichten. In den Hochwassergebieten in Pakistan bleibt dramatisch. Das Schlimmste sei noch nicht vorbei. Hinzu kommen reine Wortnachrichtendienste in arabischer, spanischer und englischer Sprache. Bisher war dpas Zentralredaktion in Hamburg zu Hause, die Fotoredaktion in Frankfurt, die Hauptstadtredaktion eben in der Hauptstadt. Jetzt sind sie alle unter einem Dach. 200 Mitarbeiter der Agentur sind nach Berlin gezogen, weitere 100 waren schon hier. Ja, ist eine sehr gute Idee. In Berlin spielt das Leben, das ist die Bundeshauptstadt. Das sage ich auch als jemand, der aus der ehemaligen Bundeshauptstadt, nämlich Bonn, kommt. Von daher finde ich das schon richtig, das zu machen. Was für dpa fast noch wichtiger ist, die bisher getrennten Bereiche Text, Foto, Grafik, Online, Audio und Video sitzen jetzt in einem Raum, im sogenannten Newsroom. Kurze Wege machen noch schnelleres Reagieren möglich. Gerade wenn es auf Minuten und manchmal auf Sekunden ankommt, ist nichts besser als der persönliche schnelle Zuruf. Das auf dem Stuhl sich umdrehen zum Kollegen der Audio-, der Videoredaktion oder der Grafik und das Absprechen, was macht ihr zu diesem Thema, habt ihr an diesen Aspekt gedacht? Diese direkte Kommunikation ist schneller als alles andere. Die von knapp 200 Verlagen und Rundfunkanstalten getragene Agentur investiert rund 9 Millionen in den Umzug nach Berlin.